Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch etwas über den Sternenhimmel. Es gibt oben ein Königreich und da passiert immer wieder was Neues. Da ist immer was los. In den vergangenen Tagen waren viele Gäste im Königshof. Der König und die Königin hat es zwar genossen, aber es war auch etwas stressig. Sie brauchen die Ruhe und die beiden ziehen sich gerade zurück. Sie genießen die romantischen Momente und Abend, bewundern sie die Sterne. Es ist eine gewisse Nostalgie dabei. Sie werden von schlechten Erinnerungen verabschieden und die schönen Bilder werden sie weiterpflegen, weil das ist so beruhigend und angenehm. Es fühlt sich so an wie eine Art Befreiung. Ein Bote ist schon unterwegs, nähert sich zum Königreich. Diese Nachricht ist zwar unangenehm, aber das muss geklärt werden. Das spiegelt auch etwas. Manchmal müssen wir im Spiegel schauen, was uns gezeigt wird. Diesmal ist es aber ungerecht. Aber es gibt auch etwas Erfreuliches. Der hübsche Prinz und die schöne Prinzessin werden morgen treffen und können ihre Liebe genießen. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Heute ist Neumond, exakt um 20 Uhr und 16 Minuten. Und das bedeutet, Sonne und Mond treffen sie sich. Und der König und die Königin zieht sich zurück. Es ist auch gut, in solchen Momenten nachdenklich zu sein, zurückhaltend sein und meditieren. Dieser Neumond befindet sich auf dem Mondknoten und aktiviert karmische Themen. Heute haben wir ein totales Sonnenfinsternis. Berlin ist es um 8 Uhr 16 Minuten, Hamburg 8 Uhr 35 Minuten, München 8 Uhr und 5 Minuten, Stuttgart 8 Uhr 18 Minuten, Wien 7 Uhr 46 Minuten, Zürich 8 Uhr und 15 Minuten. Sonne, Mond befindet sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Zwillinge im Mondhaus Ardra. Ardra bedeutet Erneuerungsprozesse, eine Art lebendige Frische. Es ist gut, wenn wir etwas loslassen können, was uns noch mit der Vergangenheit verbindet. Alte Erinnerungen, all das, was mit Tränen verbunden sind. Die schönen Erinnerungen natürlich bewahren, das pflegen. Merkur ist nichts anderes als Hermes, der Götterbote, nähert sich zu einer Verbindung zum Uranus. Und diese Verbindung nennt man Quadrat. Und das ist Herausforderung, das ist unangenehm. Genau das, was ich in dieser Geschichte erzählt habe, ein Bote nähert sich und diese Nachricht kann unangenehm sein. Sonne und ein rückläufiger Jupiter bilden sich einen sogenannten Opposition. Sie spiegeln etwas. Und das bedeutet eine rechtliche Lage, und auch Ungerechtigkeiten. Jupiter hat nämlich einen Einfluss von Sternbild Schlangenträger. Ein rückläufiger Saturn befindet sich exakt
auf die absteigenden Mondknoten. Saturn ist der Planet der Schicksal, hütet den Karma und aktiviert karmischen Themen. Und das hat mit unserem Vergangenheit was zu tun. Und genau das, was wir bei diesem totalen Sonnenfinsternis auch intensiv spüren. Es ist aber eine Befreiung und auch Heilung. Es nähert sich ein Mars-Venus-Verbindung, ein Halbsextil, und das bedeutet, wie ich das erzählt habe, die schöne Prinzessin und der hübsche Prinz treffen sie sich. Und das war die Hintergrundinformation für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.